Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Je nachdem, ob man mich hört, wir machen jetzt weiter. Ich gehe mal hier über die Küste. Ich hoffe, das funktioniert. Boah, es scheint funktioniert gehabt zu haben. Gut, man kommt hier hoch. Das ist auch sehr gut. Und ja. Richtig. So, hier ist ein Haus. Ich frage mich wohl gerade, was das für ein Haus ist. Das ist die Fischereihütte. Oder die Fischerhütte. Oh, Stille. Wow. Meine Güte. Wie die abgehen. Ich glaube, hier ist nichts. Im F-Zellen ein paar wenige Sachen. Eine Kiste mit Munition. Da ist ein Schlüssel. Sie haben den Schlüssel zum verschlossenen Schränkchen in der Fischereihütte gefunden. Solange ich denken kann, hielten die Wüstenpferde Orte der Welt für verboten. Wenn du mich fragst, sieht das nicht wirklich gruselig aus. Ja. Finde ich auch. Also wir haben beim Angeln abgeschlossen. Okay. Billet Quee. Ich dachte gerade, ich hätte da noch eine Banane gesehen, die ich direkt mitnehmen kann, aber das ist nicht der Fall. Wir gehen weiter hier entlang. Ich versuche noch ein paar Sachen da mitzunehmen auf dem Weg. Weil ich ja wirklich das Ziel habe, bei diesem DLC alles aufzudecken. Also nehmen wir den Sonnenwächter oder was auch immer das ist als nächstes mit. Der Ring ist wirklich zu laut. Falls es nicht ein Umweg ist. Das sieht gerade ein bisschen aus, als würden wir dann dadurch einen Umweg gehen. Also einen irrational unproportionalen Umweg, um es dann gleich doppelt zu nennen. Auch süß. Die wird mich aber nicht Zion schrecken. Die Dinger kenne ich noch gut aus, wenn der weiße Flieder wieder blüht. Was haben wir denn jetzt entdeckt? Ach, das ist der Sonnenwächter. Extra gut gestapelter Steinhaufen. Ach schon. Aha, aha. Ja, hier ist halt ein Berg, ne? Das ist jetzt nicht so special. Nein, kein Cazador. Los nicht. Kleinen flinken Viecher, ne? Wir gehen hier, denn wir müssen ja die Wege entlang. Wir gehen hier über den Eastern. Ich weiß nicht, was du da redest, aber ja, tun sie bestimmt. Boah, noch mehr Yucca-Banane. Hm. Ich
richtig Hunger auf Bananen gerade. Ich bin ja eh, wenn man mich fragen würde, was ist mein Lieblingsobst? Ich würde auch immer Banane antworten. Immer. Weil die Dinger sind einfach so mega geil. Vor allem sind die halt auch variabel as hell. Du hast eine Banane. Was kannst du damit machen? Du kannst sie klein schnibbeln ins Müsli tun. Du kannst sie in den Dörrgerät packen und... Na. Und Bananenchips rausmachen. Du kannst sie aufs Brot machen. Als Brotbelag mache ich das teilweise echt gerne. Du kannst Bananenbrot natürlich machen. Was ist denn da hinten? Du kannst die Dinger so essen. Die sind ein super Snack, der super satt macht. Bananen. Bananenmilchshake. Du kannst Bananen auf Pizza machen. Oh ja, ich habe hier bei mir in der Nähe, da habe ich eine Pizzeria. Die hat die Pizza Obst. Klingt pervers, ist aber lecker. Da ist Banane drauf. Mandel. Mandarinen. Ja, ich glaube, das war's. Hallo. Gut. Gut, der Plan. Richtig. Ist echt, das ist richtig lecker. Richtig lecker. Wirklich, du kannst die, da kannst einen Milchshake rausmachen, habe ich das schon erwähnt, weiß ich gerade gar nicht. Du kannst die Dinger mit, auch noch mit anderen Früchten kombinieren, daraus Milchshake machen, das ist auch super. Banane mit Apfel ist gut. Schwerarbeit zu leisten und nicht nur der Kreide zu folgen. Richtig. Da kann man echt super viele machen. Du kannst damit Babybrei machen. Ja. Banane mit Schokolade ist auch super. Oh. Das essen die Gewichtheber essen das tatsächlich ganz gerne. Banane und dann so Nutella drauf. Das ist ein super Snack, weil Banane ist ja, ne, Kalium. Das ist ja, also wenn... Morning Glory Hole, Höhle, was? Was? Das ist ja alles, was man braucht, quasi. Okay, los geht's. So. Also jetzt ist eine Banane, ist so gesund. Kalium, Vitamine. Kalzium ist, glaube ich, nicht so übertrieben viel drin, wenn ich mich gerade nicht täusche. Aber dafür kann man ja Milch trinken. Den Bananenmilchshake zum Beispiel. Das ist ja auch Bananen. Milchshake ist ja nicht, man sagt ja, oh, Milchshake ist ganz ungesund. Ja, nicht wenn du einen Bananenmilchshake hast, wo du Bananen reinpappst und Milch. Nimm 0,3% Milch. Dann ist das Ding fettarm, / beinahe fettfrei. Relativ wenig Zucker. Klar, Fruchtzucker, ne, ist immer dabei, aber auch bei Bananen in gutem Maß. Das ist, ich liebe Bananen. Ich liebe Bananen. Mach ruhig, Kreide. Gemischtwarenladen. Hallo, oh, wow, wow, wow. Ich hoffe, du hast Medizin, die besser ist als ein paar klebrige Kräuter. Ja, ja. Diese, wie nennst du sie? Walkie-Talkies? Sie werden viel, viel besser sein als Signaltrommeln und Rauchzeichen. Das ist absolut richtig. Oh, ist das ein Zauzepore da? So.
Damit mache ich 4 mal 3 ist 12. Ja gut, das passt. Wackitakis. Oh, ein Terminal. What? Okay. Das heißt, die Woman kann es sein. Yo. Antwort Lieferfehler von Horatio Applebaum an Mandy Patrice. Hi Mandy, Horatio Applebaum hier vom Gemischtwarenladen in Zion. Vor 3 Wochen habe ich Luxus Bergmann über den Versal Überlebenspacks bestellt. Sie wissen schon, die mit dem Kompass, 2 Walkie-Talkies und einem kompletten Erste-Hilfe-Kasten. Ich schreibe Ihnen, weil ich bis heute 15.06.57 noch keine Lieferung erhalten habe. Die Packs sind mir ausgegangen und jetzt, wo die Sommerferienzeit beginnt, brauche ich so schnell wie möglich Nachschub. Danke. Antwort Bustour. An Horatio Applebaum. Von Horatio Applebaum an Alan Mitchum. Sehr geehrter Scout-Führer Mitchum, vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Scout-Lounge-Boxen, die Sie bestellt haben, eingetroffen sind. Sie können sie im Gemischtwarenladen abholen, wenn Sie nach Zion kommen. Wir haben Montag bis Samstag geöffnet, jeweils von 7 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit. Wir freuen uns, Sie und Ihre Scouts um Unabhängigkeitstag begrüßen zu dürfen. Lieferprobleme schon wieder! Mandy, wer zum Henker führt eigentlich diese Versandfirma? Ich habe gerade 3 Kisten voller offizieller Dinky der Dinosaurier-Actionfiguren bekommen. Die waren für irgendeine Touristenfalle in Nevada bestimmt. Warum zum Teufel sind die hier gelandet? Mandy, was zur Hölle soll das mit dem Kram? Anfangen? Wenn wir das Dinky-Markenzeichen wegfallen können, können wir sie vielleicht als Kindersouvenir verscherbeln. Aber das ist immer noch ein enormes Verlustgeschäft für mich. Was auch immer in Ihrer Versandabteilung vor sich geht, bringen Sie das in Ordnung. Oder ich schwöre bei Gott, dass ich mich nach jemand anderem für meine Bestellung umsehen werde. PS, die Nummer, die ich im letzten Monat angefordert habe, sind immer noch nicht eingetroffen. Sie wissen schon, Dinge, die ich auch tatsächlich verkaufen kann. Ja. Ach so, da sind noch mehr. Hä? Wo denn? Ich sehe nix. Hä? Munitionskiste? Aha. Das war aber versteckt. Was? Was ist die andere Aufgabe? Sozion Ranger Station. Alles klar. Oh. Containern. Ich weiß ja übrigens nicht tatsächlich, wenn wir jetzt mal so eine echte Diskussion machen wollen, was ich vom Containern halten soll. Zum einen ist es klar, ist es gut für die Leute, die kein Geld haben und... Wow! Kein Geld haben und da die Sachen ja weggeschmissen werden, hat so gesehen ja da erstmal keiner Nachteil durch. Aber Punkt A ist es natürlich, Zeit zu kämpfen. Ein Eintritt auf das Geschäftsgelände der Firmen, die ja auch Sicherheit gewähren müssen und ETC ja auch als Ruf gegenüber den Kunden. Das ist Munition. Oh, Haarklammern. Fühlt sich gut an, richtige Arbeit zu leisten. Zum anderen und weiß man natürlich nicht. Klar, man will jetzt nicht sagen, ja, das sind alles Assis und die. Was muss ich hier überhaupt genau tun? Was ist meine Aufgabe? Nach einem medizinischen Versorgungsset. Mist. Aber man muss auch sich eingestehen, es gibt auch schwarzer Kaffee. Ja.
Kontaminiertes medizinisches Versorgungsset. Das medizinische Versorgungsset ist größtenteils verwendbar. Einige der Schirenverbände wurden geöffnet, das Desinfektionsfläschchen ist beschädigt. Sie können alles Brauchbare verwerten oder Ersatz für kontaminierte Teile suchen. Sie können Alkohol verwenden, um die Verbände zu sterilisieren. Wir verwerten das, wir ersetzen die... Wir reparieren das einfach und machen das gut. Und, ne? Zum anderen weiß man natürlich nicht, wie die reagieren, ob die dann nicht irgendwas kaputt machen, auch wenn es nicht bewusst ist. Aber es passiert ja auch. Was ist denn jetzt los? Ah! Na, holla! Schwarzer Kaffee. Hauen wir uns erstmal rein. Aber man kann ja halt, wie gesagt, was ich jetzt die ganze Zeit sagen wollte und nicht getan habe, nie wissen, wie die reagieren am Ende. Ob die den Müll einfach so auf dem Gelände rumliegen lassen und dann hat, ja, ich muss da hinbringen. Ah. Weil dann hat das Geschäft nämlich Arbeit und ich würde sagen, alles... Wo das Geschäft Arbeit durch hat. Irgendeine, sei es auch nur den kleinen Müll aufzuräumen. Fände ich schon als Grund, weshalb die vorhergegangene Containeraktion nicht erlaubt sein dürfte. Weil da kann man dann einfach begründen mit, die Geschäfte müssen es ja nicht machen. Es ist Müll, die können ihn wegschmeißen und dann geht er in den Besitz der Müllverwertungsfirma über. So. Und das ist ja ein freiwilliger Dienst, den die machen. Was bedeutet, die sollten dann auch bitteschön keine Arbeit dadurch haben. So. Wenn sich alle perfekt verhalten würden und es keine Probleme gäbe, ne? Idealistisch gesehen. Genau, geh ins Gefängnis. Dann würde ich eine frische Karotte. Da wird sich der Hase aber freuen. Dann würde ich Containern uneingeschränkt gestatten. Man muss ja auch davon gestatten und nicht von erlauben reden. Finde ich eher. Also zumindest ist gestatten für mich da der passendere Begriff. Ranger Hut. Ein Rollader Relader. Alles klar. Charakter plus 1. Nee, nee. Ich bleib erstmal bei meinem. Ihre Sinne wurden bereits durch die grandiose Aussicht geschärft. Ja. Ist dann so, ne? Wie mache ich das denn nicht? Ne, gehen wir Cueva Guarash. Das Tränenvolk. Die Raupenhügel. Okay. Na, also das ist so meine, diese, wie nennst du sie? Walkie-Talkies? Sie werden viel, viel besser sein als Signaltrommeln und Rauchzeichen. Richtig. Das war meine Meinung zum Containern und ja. Ne? Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr dazu haltet. Finde ich interessant. Also die Dinger sind auch nicht so nützlich, wie ich jetzt gedacht hätte die ganze Zeit. In die Cueva Garage. Guarash. Erwischt. So ist der. Hallo. Huch, schala. Wow. Was kommt da von rechts auf mich zu? Oh mein Gott. So, jetzt aber. Harmlos.
Jetzt brauche ich gerade meine Patienz, ja. Hey. Nein, 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 nein. Was ist denn jetzt passiert? Na wunderbar, mein Spiel ist abgestürzt. Ich wollte die Folge eh beenden. Bis dahin und tschüss.